Ich bin Maja. Ich bin Beraterin für digitale Barrierefreiheit und Webdesignerin aus Berlin und seit 2015 in der WordPress-Community aktiv, vor allem im Accessibility-Team. Ich werde in diesem Vortrag häufiger das Wort ALLI verwenden. ALLI ist eine Abkürzung von dem englischen Begriff Accessibility, das steht für Barrierefreiheit. Und das heißt deswegen ALLI, weil zwischen dem A und dem Y 11 Buchstaben sind. Diese werden zusammengezogen mit einer 11 und als ALLI gesprochen. Was ist das kognitive Spektrum? Unter kognitivem Spektrum fallen verschiedene Arten. Zum einen neurologische Entwicklungsstörungen. Das sind zum Beispiel, wenn man beim Aufwachsen ein Problem bei der neuronalen Entwicklung hat, dann spricht man von einer neuronalen Entwicklungsstörung. Darunter gefallen auch geistige Behinderungen. Dies ist ein Begriff oder eine Definition, die man verwendet, um solche Schwerbehindertengrade festzustellen. Dann gibt es psychologische Erkrankungen und Neurodiversitäten, wobei Neurodiversitäten eine Eigenbezeichnung ist. Es gibt eine kleine Diskrepanz zwischen den offiziellen Bezeichnungen und Selbstbezeichnungen. Als Selbstbezeichnung fallen zum Beispiel Neurodiversitäten, kognitives Spektrum oder auch neuroatypisch. Unter das kognitive Spektrum fallen ganz verschiedene Formen, zum Beispiel ADHS und ADS. Dyslexia oder auf Deutsch Legasthenie, darunter fällt zum Beispiel, wenn man Probleme hat, Buchstaben und Texte zu verarbeiten. Dyskalkulie, das ist das Pendant zu Dyslexia mit Zahlen und Rechnen, das heißt Mathe oder auch Zeitgefühle oder solche Buslinien, wenn das über Nummern geht, fällt schwerer, als wenn man zum Beispiel farbliche U-Bahn-Linien hat, wo das zum Beispiel die U-Bahn-Linie grün ist einfacher zu verstehen oder zu merken als die U-Bahn-Linie 9 für Menschen, die Dyskalkulie haben. Darunter fällt auch das Autismus-Spektrum-Störung. Man spricht hier von einem Spektrum, weil Autisten sehr unterschiedlich sein können. Oder Menschen mit Autismus im autistischen Spektrum, weil die Eigenschaften oder die Problematiken sehr, sehr verschieden sind und auch unterschiedlich ausgeprägt sind. Epilepsie fällt mit darunter. Das heißt, dass die häufigste Form von Epilepsie ist, wenn man über flackernde Lichter einen epileptischen Anfall hat. Down-Syndrom und auch verschiedene andere Behinderungen fallen ebenfalls ins kognitive Spektrum. Dazu gehören Gehirnverletzungen oder auch Operationen, wo die kognitive Leistung erstmal eingeschränkt ist. Genauso zum Beispiel in Situationen wie Migräneattacken, wo das klare Denken oder auch die Aufnahme von Licht sehr eingeschränkt sind oder sehr schmerzhaft sein können. Motion Sickness fällt darunter. Das ist zum Beispiel das typische Sehkrankheit. Wenn man im Auto fährt und einem wird krank oder schlecht. Und es gibt aber Menschen, die diese Problematiken auch ganz normal im Alltag haben können, wenn sich das Licht sehr flackert, dass man sich dann so sehr unwohl fühlt und einem sehr schlecht wird. Psychische Erkrankungen fallen mit runter, zum Beispiel Depressionen oder auch Angststörungen, weil dann nämlich auch die kognitive Leistung, um Aufgaben durchzuführen, eingeschränkt sein können. Und auch andere Krankheiten wie zum Beispiel Demenz oder auch bestimmte Medikamente können das mit auslösen. Das heißt, wir sprechen auch von einem sehr, sehr großen Feld. Also sehr viele Menschen können davon betroffen sein, auf ganz unterschiedlichster Art. Und deswegen ist das auch ein Bereich, der gar nicht so einfach ist zu fassen, weil die Menschen sehr unterschiedlich sind und mit ganz unterschiedlichen Problematiken zu kämpfen haben teilweise. Kommt zu ein paar Statistiken, und zwar 8,2% aller Menschen sind irgendwann im Laufe ihres Lebens von einer Depression betroffen. Depressionen können auch immer wieder aufkehren. Es kann sein, dass man nur einmal im Leben eine Depression oder eine depressive Phase hat. Aber auch da kann es schwer fallen, dass die kognitive Leistung etwas eingeschränkt ist. Bei Dyslexie sind es 3-8% aller Menschen. Und Dyskalkulie sind nur ein paar weniger betroffen, 3-7%. Von ADHS sind 2-5% aller Menschen betroffen und im Autismus-Spektrum liegen ungefähr 1% aller Menschen. Wir sind zum Beispiel hier auf einem WordCamp mit 300 Personen. Das heißt, 3 Menschen von uns haben rein statistisch gesehen eine diagnostizierte Autismus-Spektrum-Störung. Und von Epilepsie sind 0,5-1% aller Menschen betroffen. Wenn man so drüber nachdenkt, es sind gar nicht so wenige, die davon betroffen sind. Ich habe mal einen Vortrag gehalten über Legasthenie auf einem WordCamp Europe in Porto und da sind viele danach auf mich zugekommen und ich habe auch bei Twitter das gelesen, dass viele gesagt haben, hey, ich habe auch Dyslexie. Und vor allem durch die Art, wo ich später noch drauf zukomme, sind auch gerade im Bereich Entwicklung oder auch Design viele Menschen im kognitiven Spektrum. Welche Merkmale und Besonderheiten gibt es im kognitiven Spektrum? Zum einen ist es so, dass das Gehirn ganz anders funktioniert und Dinge anders verarbeitet.
Es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen und Formen und deswegen auch unterschiedliche Schwierigkeiten. Deswegen sprechen wir vom Spektrum. Dies kann angeboren sein, zum Beispiel bei Legasthenie, oder auch durch eine Krankheit oder durch Unfall erworben werden. Tatsächlich entstehen die meisten Behinderungen viel später im Leben durch einen Unfall oder eine Erkrankung. Die wenigsten Menschen kommen mit einer Behinderung auf die Welt. Es gibt zum Teil eine genetische Komponente, zum Beispiel beim Down-Syndrom oder auch bei Dyslexie. Und es kann sehr unterschiedlich und situationsabhängig oder tagesformabhängig sein, ob die Probleme in dem Moment stärker oder schwächer sind. Und da spielt zum Beispiel Stress häufig eine größere Rolle. Also wenn ich unter einer ganz großen Stresssituation stehe, fällt es teilweise viel, viel schwerer, Dinge zu verarbeiten. Ich hatte mal die Situation in London, dass mir mein Rucksack geklaut wurde samt Laptop. All meine Karten waren drin. Und ich musste versuchen, die Bank anzurufen, um meine Karten sperren zu lassen. Ich war in einer maximalen Stresssituation und es war mir einfach nicht möglich, auf meinem Handy mit einer schlechten Internetverbindung diese Nummern rauszugoogeln und anzurufen. Ich habe auch vergessen, dass ich sie im Kontaktformular gespeichert oder in meinem Kontaktbuch gespeichert hatte. Und ich hatte ganz großes Glück, dass Freunde dabei waren, die das für mich gegoogelt haben und ich einfach nur anrufen musste, weil ich das in dem Moment einfach viel zu gestresst war, um das vernünftig zu handeln für mich. Ich habe hier ein paar Wörter mal aufgeschrieben, weil dadurch, dass wir im Spektrum sind, haben wir ganz verschiedene Punkte. Ich lese mal ein paar vor. Ablenkung, Konzentration, Reizüberflutung, Verarbeitung, Zeitmanagement, Hyperfokus, Kurzzeitgedächtnis, Intensität, Routinen, Langeweile. Fallen euch vielleicht noch mehr Wörter ein, die in dieses Cluster passen würden? Nicht schüchtern sein. Multitasking, ja. Kognitive Hyperaktivität, ja. Kreativität. Genau, das sind so ein paar Wörter, die man damit assoziiert. Ich möchte sie ein bisschen erklären. Verarbeitung von Informationen. Es ist so, dass das Gehirn Dinge anders aufnimmt und teilweise anders verarbeitet. Da kann es dazu kommen, dass Fokus und Konzentration entweder in dem einen Spektrum quasi liegen, dass man sich sehr leicht ablenken kann, dass man zum Beispiel oder sich ablenken lässt. Und man hat irgendwie vor, sich morgens vorzubereiten. Und dann sieht man irgendwie eine Sache, die repariert werden müsste. Und dann lässt man sich davon ablenken. Oder man ist irgendwie am Computer, will irgendwas arbeiten, es kommt eine Nachricht rein, man wird abgelenkt, macht das und dann hat man ganz vergessen, was man eigentlich machen wollte. Und das kennen wir, glaube ich, alle aus dem Alltäglichen, aber gerade wenn man ins kognitive Spektrum fällt, ist das noch viel größer. Und davon gibt es aber den absoluten Kontrast, den Hyperfokus. Und zwar können Menschen im kognitiven Spektrum so sehr stark im Hyperfokus landen über Stunden, dass man grundlegendste Dinge vergisst, wie auf Toilette gehen, was trinken, was essen, komplett Zeitmanagement, komplett über Bord wirft und gar kein Gefühl mehr dafür hat. Und deswegen ist gerade Konzentration und Fokus etwas ganz Sensibles, weil das auf einem totalen, also auf einer ganz großen Skala auch ganz, also je nach Tagesform einfach auch sein kann. Anderer Punkt ist die Wahrnehmung und vor allem gegenüber Sensibilität von Geräuschen, Kontrasten und anderen Dingen, die ablenken. Die Menschen, die gestern hier beim Contributor Day waren, haben das vielleicht erlebt. Man saß am Tisch, man wollte miteinander reden und arbeiten, man wollte sich austauschen und es war einfach ein großer Geräuschpegel im Raum. Und Menschen, normale Menschen haben da schon teilweise Probleme, das irgendwie zu verarbeiten und sich darauf zu konzentrieren und das irgendwie auszublenden. Aber Menschen zum Beispiel, die im autistischen Spektrum sind, da fehlt der Filter teilweise, um bestimmte Geräusche drumherum auszublenden. Das kann wahnsinnig anstrengend sein. Und deswegen kann man in einen totalen Meltdown oder in so einer totalen Überforderung landen und wirklich so also auch körperlich totale Probleme bekommen. Und das ist einfach, weil das Gehirn diesen Filter nicht hat. Weil Menschen, die neurotypisch sind, die unwichtigen Dinge werden ausgeblendet. Wenn ich zum Beispiel in der Stadt lebe und ich laufe irgendwie über die Straße, ich habe überall Geräusche, ich habe Straßen, ich habe da irgendwie einen Hupen, da ist irgendwie, keine Ahnung, ein Hund, der bellt, da ist ein Baby, was schreit, ich habe einfach überall Geräusche, vielleicht einfach irgendwo Musik, aber ich kann mich auf das Wichtigste konzentrieren. Zum Beispiel, da ist eine rote Ampel und ich darf erst laufen, wenn es grün ist. Es kann aber Situationen geben für Menschen, die atypisch sind, dass diese Filter, dieses totale Überforderung, dass das nicht funktioniert mit dem Filter. Und dass man da ganz große Probleme hat, sich auf das Wichtige zu konzentrieren und da Prioritäten zu setzen, was jetzt wichtig ist. Deswegen auch der Punkt Reizüberflutung kann ein großes Problem sein. Das Gute ist, es gibt nicht nur Defizite. Dadurch, dass das Gehirn anders strukturiert ist, ist man natürlich anders als neurotypische Menschen. Dafür hat man aber auch Vorteile oder positive Benefits teilweise. Man hat nämlich Stärken in anderen Bereichen, zum Beispiel logisches Denken, konzeptionelles Denken, Kreativität
oder auch emotionale Intelligenz. Und deswegen gibt es viele Menschen, die zum Beispiel EntwicklerInnen sind oder auch DesignerInnen, weil man halt kreativ ist oder weil man sehr gut im logischen und konzeptionellen Dingen ist. Und das spielt natürlich auch mit rein, dass man da teilweise halt nicht unbedingt mit Menschen, zum Beispiel in einem Kindergarten arbeitet. Das wäre halt für jemanden, der Reizüberflutung empfindlich ist, sehr viel anstrengender, als wenn ich zu Hause sitzen kann und mir so ein bisschen selber auch überlegen kann, wie möchte ich arbeiten, in welchen, ja, mit welchen Bedingungen möchte ich arbeiten. Und ich kenne auch einige WordPress-Agenturen, die da auch einen größeren, ja, ein bisschen eine Sensibilität dafür haben und zum Beispiel auch Homeoffice oder sowas anbieten, dass es einfacher ist, anstatt in einem großen Großraumbüro zu arbeiten und ständig abgelenkt zu werden. Helfende Tools und Einstellungen. Es gibt verschiedene Einstellungen in den Geräten. Oder auch Browser-Extension, die man verwenden kann, um sich das ein bisschen leichter zu machen. Zum Beispiel gibt es die Option Bewegung reduzieren. Die kann man am Gerät einstellen. Und wenn man das berücksichtigt auf Webseiten oder auch in Apps, dann wird das alles reduziert. Es gibt einen Dark Mode, dass man sich das einstellen kann, dass das helle Schrift auf dunklem Mode, auf dunklem Hintergrund ist. Man kann Farbfilter einstellen. Das ist natürlich auch interessant für Menschen, die farbenblind sind. Es gibt in einigen Tools den Lesemodus, wo man sich das Ganze drumherum, so diese Seitenleisten und Werbung und irgendwelche Pop-ups rausnehmen kann und einfach einen sehr übersichtlichen Lesemodus hat. Da gibt es häufig auch Sprachausgaben damit oder auch einzeln, das ist teilweise von Geräten oder von Browsern. Und es gibt verschiedene Browser-Extensions, die man verwenden kann, um das ein bisschen einfacher zu machen. Dazu gibt es noch sogenannte Assistive Technology oder auch kurz AT. Man denkt dabei eher zum Beispiel an Screen Reader, wenn jemand blind ist oder an eine Braillezeile, das fällt unter IT. Aber auch Menschen im kognitiven Spektrum können bestimmte externe Geräte verwenden und auch interne Zusatzgeräte verwenden, um sich die Bedienung leichter zu machen. Wichtig ist aber auch, man darf nicht davon ausgehen, dass jeder weiß, dass es diese Tools gibt und dass nicht jeder weiß, wie man sie verwendet. Webdesign fürs kognitive Spektrum. Wir haben hier zwei Beispiele. Das eine ist das alte Layout vom Smashing Magazine. Mittlerweile haben sie das überarbeitet. Auf der anderen Seite sehen wir einen Artikel von HumanMade. Man kann hier ein paar Unterschiede sehen. Zwar sind beide sehr aufgelockert, das heißt, es gibt keine Textwüsten, es gibt viel Whitespace, also viel weißer Raum, es gibt ein paar Zwischenüberschriften und das ist sehr positiv, dass ich nicht vor so einer Textwüste oder so einem totalen Textblock stehe und eingeschüchtert bin, das zu lesen. Und Zwischenüberschriften sind auch immer gut, um sich die Orientierung leichter zu machen. Was man da vielleicht sieht als Unterschied bei dem Layout vom Smashing Magazine, es ist nicht so richtig klar, wo man anfangen soll zu lesen. Weil oben links, wo man eigentlich anfängt zu lesen, ist erstmal freier Bereich. Darunter geht direkt der Artikel los. Und auf der rechten Seite haben wir den Autoren, der vorgestellt wird, und darunter die H1 und darunter etwas, was eigentlich in die Seitenleiste gehört. Also die Reihenfolge, in welche ich die Elemente lese, ist ein bisschen verwirrend. Und das ist nicht sehr optimal, weil wir würden das jetzt vielleicht irgendwie uns kurz rätseln. Das kann aber wahnsinnig ablenken und das kann sehr viel Aufmerksamkeit einfordern. Und wir erinnern uns, gerade Aufmerksamkeit und Konzentration kann ein Problem sein. Deswegen ist das Layout auf der rechten Seite von dem Artikel von HumanMade wesentlich besser strukturiert, weil einfach ganz klar ist, oben links ist die Überschrift, darunter eine kurze Beschreibung und dann folgt der Artikel. Und die Elemente in der Seitenleiste sind ganz klar die Elemente in der Seitenleiste und sind auch klar abgegrenzt. Wichtig ist generell bei Layouts, dass sie nicht zu aufgebläht sind, dass nicht zu viele Elemente da sind, dass sich nicht irgendwelche Dinge an der Seite bewegen oder irgendwie rotieren und dass es einfach übersichtlich und klar ist. Und darauf sollte man auch generell bei der Gestaltung achten. Zum Beispiel sollte man auch keinen Blocksatz verwenden. Das ist vor allem deswegen ein Problem, weil bei kleineren Geräten werden die Abstände zwischen den Wörtern sehr unregelmäßig und das ist auch wieder eine Ablenkung. Und man sollte möglichst einfach immer linksbündige Texte verwenden. Hier habe ich ein paar Vorschläge oder ein paar Beispiele gebracht für Farbkontraste. Denn ein greller Farbkontrast kann eine totale Überforderung sein im Sensorischen. Wenn wir die Beispiele mal sehen, was würdet ihr persönlich am angenehmsten empfinden als Farbkontrast? Rechts oben wird genannt, das ist ein blauer Text auf Eierschalen-Hintergrund. Wer noch? Rechts unten, das ist ein
Dunkler Hintergrund mit weißer Schrift. Okay, das heißt, niemand hat mir jetzt genannt, die orangene Schrift auf lila Hintergrund und die rote Schrift auf grünem Hintergrund. Und das liegt daran, dass das Komplementärkontraste sind. Die liegen im Farbkreis genau gegenüber und sind auch sehr reine Farben, also die sind nicht gesättigt. Und damit ist das ein sehr, sehr greller Farbkontrast und der kann sehr unangenehm sein. Es gibt manchmal so sehr poppige Webseiten, die mit diesen Kontrasten spielen. Das kann aber wirklich sehr überfordernd sein für Menschen, die sensorisch etwas empfindlicher sind, etwas sensibler sind. Deswegen würde ich das nicht empfehlen. Viel besser ist es, nicht den höchsten Kontrast zu nehmen, also nicht schwarz und weiß. Also selbst wenn das jetzt ein schwarzer Kontrast, also ein schwarzer Hintergrund mit rein weißer Schrift ist, ist das nicht sehr optimal, weil das der stärkste Kontrast ist, den es gibt. Und das ist vielleicht gut für Menschen, die Probleme haben mit der Sehstärke oder mit dem, also Low Vision, also der Sehkraft, ist aber nicht so gut für Menschen im kognitiven Spektrum. Und deswegen würde ich immer empfehlen, eine etwas gesättigtere Form, also zum Beispiel ein Off-White zu verwenden oder ein Eierschalenweiß und nicht das klare Weiß oder ein Dunkelgrün oder ein Dunkelblau. Und es ist auch immer gut, wenn man die Option Dark Mode anbietet. Die sollte aber auch komplett gestaltet sein, also nicht einfach nur Inverted Color, so automatisch errechnet. Und es ist auch gut, wenn man die Option Low Contrast anbietet, wenn man eine stark kontrastierte Webseite hat. Weitere Problematiken sind unvorhersehbare Aktionen. Solche, wenn ich auf eine Seite komme und der Slider fängt von an, sich zu bewegen. Oder wenn ich ein Video habe im Header, der von alleine spielt. Oder ich öffne eine Seite und Musik fängt an zu spielen. Das sind Dinge, die ich nicht erwartet habe. Oder zum Beispiel auch beim Scrollen, wenn dann irgendwelche Dinge auf einmal passieren, die eigentlich nichts damit zu tun haben, dass ich einfach nur die Seite weiter nach unten möchte. Auch Geräusche sind ein Problem. Solche bei YouTube haben häufig irgendwelche YouTuber das mit drin, mit aktiviere die Glocke und dann kommt so ein ganz grelles Glockengeräusch. Und das ist schon auch unangenehm, vor allem wenn man Kopfhörer aufhat, aber wenn man da sensorisch auch noch ein bisschen sensibel ist, kann das sehr schmerzhaft sein. Hier habe ich zwei Beispiele von Bewegungen. Ich zeige die gleich, ich will die erstmal erklären, weil ich will das nicht die ganze Zeit laufen lassen, weil es kann halt überfordern. Man sollte auf Animationen verzichten, zum Beispiel GIFs, die in Dauerschleife laufen, sollte man nicht einsetzen. Man sollte es besser so einstellen, dass ich Controls habe, dass ich sie starten und stoppen kann und dass sie auch nicht in einer Endlosschleife laufen, sondern dass sie nur einmalig quasi ablaufen. Es sollte kein Autoplay verwendet werden, solche bei Slidern oder bei Videos oder auch bei GIFs. Und auch keine blinkenden Elemente. Generell sollte möglichst auf Bewegung verzichtet werden. Wenn man sie doch einbauen möchte, sollte man einen Button haben, mit dem man die Bewegung aktivieren kann. Also der Default sollte immer sein, keine Bewegung. Und wenn ich das haben möchte, kann man die Bewegung aktivieren, aber immer darauf schauen und das respektieren, wenn in Device Settings No Motion oder ja, Reduced Motion aktiviert ist. Mikrobewegungen sind sind so ganz kleine Bewegungen, die passieren häufig bei Hover-Effekt. Wenn ich zum Beispiel über einen Link gehe, dass der so ein bisschen nach oben jumpt. Oder wenn ich auf ein Thumbnail gehe und es wird reingezoomt. Oder wenn ich einen Parallax-Effekt habe. Das sind sogenannte Mikrobewegungen und auch die können ein Problem sein. Und ein ganz, ganz großes Problem sind flackernde Lichter für Menschen, die Epilepsie haben. Es gibt zwar häufig eine Warnung davor, dass es flackernde Lichter gibt. Das Problem ist aber, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass sie Epilepsie haben, bevor sie nicht ihren ersten Anfall haben. Woher soll man das sonst wissen? Und wenn ich dann aber alleine vorm Rechner sitze und das ausgelöst wird durch ein Video und in dem Moment habe ich einen epileptischen Anfall und ich bin vielleicht alleine zu Hause, dann habe ich auch keine Hilfe in dem Moment. Und deswegen ist das ein ganz großes Gesundheitsrisiko. Also das darf man echt nicht unterschätzen. Und das sollte man wirklich ernst nehmen, dass man nicht jemanden in eine gesundheitliche Gefahr bringen möchte. Aus diesem Grund sollte man auf stark flackernde Effekte einfach komplett verzichten und nicht nur den Kompromiss machen, naja, wir machen ja eine Meldung davor. Ich starte jetzt mal die Animation. Zuerst ist das ein GIF. Startet es? Nein. Das bewegt sich gerade. Ach doch. Genau, ich habe hier einmal Farben, die sich ändern und einen Computer, wo das alles durchläuft. Das war ursprünglich mal eine Webseite für einen Mitgliederbereich, wo man geonboardet wurde und das ließ sich auch nicht ausstellen. Und ich hatte große Probleme, den Text drumherum zu lesen, weil ich das nicht wegbekam. Ich habe irgendwann ein Blatt Papier davor gehalten, damit ich das lesen konnte. Und die andere Animation ist von Pinterest. Da wurde dir ein Menübutton mit einem pulsierenden blauen Kreis markiert
Und es gab keine Möglichkeit, diesen Kreis wegzunehmen. Und an dem Tag konnte ich Pinterest nicht benutzen, als mich wahnsinnig gemacht habe. Es war wie eine Aktion, ich soll da draufklicken. Ich habe irgendwann darauf geklickt, damit dieser blöde Kreis weggeht, diese Bewegung weggeht, aber sie ist nicht weggegangen. Und dann habe ich das irgendwann zugemacht, weil ich das nicht mehr benutzen konnte. Dann gibt es weitere Dinge, die Stress auslösen können. Zum Beispiel Zeitlimits. Das ist häufig, wenn man Formulare ausfüllt oder Zeitlimits. Also wenn ich zum Beispiel ein Formular ausfüllen möchte oder ein Ticket kaufen möchte, dann habe ich häufig so einen Countdown, der runtergeht. Da habe ich vielleicht 10 oder 12 Minuten, um diese Aktion auszulösen. Das kann vielleicht für den Betreiber der Plattform sinnvoll sein, weil man ja nur für einen begrenzten Zeitraum das Ticket reservieren lassen möchte, kann aber wahnsinnig viel Stress auslösen bei jemandem, der eh schon Probleme hat mit Stresssituationen oder vielleicht auch einfach eine Assistive Technology verwenden möchte, also ein Zusatztool. Solche blinde Menschen brauchen wesentlich länger, um bestimmte Aktionen durchzuführen. Und deswegen ist das ein großer Stressfaktor. Wenn man das unbedingt machen muss, weil es technisch nicht anders geht im System, sollte man als Kompromiss allerdings einen Button zur Verfügung stellen, mit dem ich das Zeitlimit erweitern kann. Ich glaube, wir kennen alle das Problem, wir wollten irgendwann mal was buchen, dann wird auf einmal die Kreditkartendaten gefragt. In Deutschland, die meisten haben EC-Karten, wissen nicht die Nummer auswendig. Dann fängt man erstmal an, die Kreditkarte zu suchen, dann weiß ich nicht, wo die ist und ich habe nur noch 3 Minuten. Stress. Deswegen Optionen geben, dass man das Zeitlimit erweitern kann. Ein anderes Problem sind Captchas. Häufig sind das Bilder-Captchas. Man wähle alle aus mit einem Fahrrad oder einem Laternenpfahl. Und dann fragt man sich, ja, hier ist jetzt noch so ein kleiner Zwicken von einem Laternenpfahl, zählt das jetzt dazu oder nicht? Nervig. Das Problem ist auch, dass das nicht barrierefrei ist für Menschen, die blind sind. Deswegen gibt es häufig als Kompromiss, dass eine ganz einfache Rechenaufgabe verwendet wird, wo man denkt, naja, das kann ja wohl jeder. Wir erinnern uns, es gibt Dyskalkulie. Da sind ungefähr 7% aller Menschen von betroffen. Und das kann eine große Stresssituation hervorrufen. Vielleicht könnte man das lösen, wenn man ganz viel Zeit hat und nicht sehr aufgeregt oder gestresst ist. Aber wenn ich eh schon gestresst bin, kann das auch eine Barriere sein. Deswegen sind Captchas generell eine Hürde. Das ist eine Frage? Ja, würde nicht jemand, der weiß, dass er Dyskalkulie hat, einen Rechner benutzen? Also die Frage ist, ob jemand, der Dyskalkulie hat, nicht einfach einen Rechner benutzen würde. Nicht unbedingt, weil einfach die Zahlen an sich schon großen Stress auslösen würde. Da müsste ich ja auch, also man weiß ja auch nicht unbedingt, dass man Dyskalkulie hat. Also es sind ungefähr 7% aller Menschen von Dyskalkulie betroffen, 8% aller Menschen sind von Legasthenie betroffen. Ich persönlich kenne viele, die Legasthenie haben. Ich habe selber Legasthenie. Ich kenne kaum jemanden, der Dyskalkulie hat. Ich glaube, weil da die die Aufmerksamkeit oder das Bewusstsein dafür noch gar nicht so groß ist. Ich glaube, da kommt ja auch so ein psychologisches dazu. Weil viele, also Menschen, sich über mir, mein Deutschunterricht, mein Englischunterricht war eine Katastrophe. Wenn ich als Captcha hätte, übersetzt das mal eben. Mich würde das schon irgendwie stressen, auch wenn ich mittlerweile fließend bin auf Englisch. Das sind einfach so Traumata aus der Kindheit mit Schule und Mathe. Viele machen einfach dicht. Klar könnte man dann einen Rechner benutzen, aber man könnte halt auch einfach einen Honeypot verwenden als Captcha oder eine unsichtbare Form von Captcha, wo man gar nicht eine extra Funktion machen, also eine extra Aufgabe machen müsste, lösen müsste, um sich einzuloggen. Deswegen, Captcha ist eine schwierige Sache. Genau, dann gibt's stressauslösende Patterns, sogenannte Dark Patterns. Dark Patterns sind etwas, was für die Firmen gut ist, aber nicht so sehr für Benutzer. Zum Beispiel, wenn ich ein Flugticket buchen möchte, bin im Buchungsprozess, dann werde ich gefragt, aus welchem Land kommst du? Und dann sage ich Deutschland. Auf einmal ist mein Flugpreis teurer. Und ich denke mir so, hä, wieso das denn? Dann gucke ich nach, dann ist das eine Versicherung, die hinzugefügt wurde, die darauf abzielt, dass ich in Deutschland bin. Aber die Frage war nicht, möchtest du eine Versicherung haben? Dann wähle dein Land aus. Die Frage war einfach nur, aus welchem Land bist du? Das ist ein sogenanntes Dark Pattern. Das soll quasi dazu führen, dass ich mehr Dinge buche, ob ich das nicht will. Man sieht das auch häufig bei Cookie-Bannern. Das Cookies akzeptieren ist ein großer, klarer Button. Das Verwalten ist ein kleiner Link irgendwo. Da muss ich da draufklicken, da muss ich nochmal Dinge anklicken und da muss ich nochmal klicken. Also ich muss viel mehr klicken, um Cookies abzulehnen oder nur die notwendigen zu akzeptieren. Aber es wäre nur ein Klick, der sehr auffällig ist und quasi auch an so einem Button ist wie weiter erinnert, wo man eh mal schnell raufklickt. Und das ist auch ein Problem. Man sieht auch hier ein Dark Pattern. Da steht, wir müssen wahrscheinlich alle eine Unterkunft buchen für Gerolstein. Vielleicht war man ein bisschen gestresst, weil man nicht wusste, gibt es genug Unterkünfte. Und da sind natürlich so Dinge wie, es ist nur noch ein Zimmer für diesen Preis auf dieser Seite verfügbar. Oder 5 Menschen gucken sich gerade die gleiche Unterkunft an.
Oder in den letzten 5 Minuten haben sich so und so viele Menschen ebenfalls das gebucht. Das sorgt dafür, dass man gestresst ist. Man denkt, oh, ich muss schnell buchen, ich muss schnell buchen. Und vielleicht liest man sich nicht unbedingt das Kleingedruckte vor durch. Und das ist natürlich für jemanden, der Anxiety hat oder zum Beispiel Depression, ein großes Problem, weil das halt sehr überfordern kann. Aus diesem Grund sollte man solche Dark Patterns nicht einsetzen. Und ich habe hier auf der rechten Seite ein Bild, was so ein bisschen wie ein Capture ist. Da steht Exit the Enter Current Year. Also man soll das aktuelle Jahr eingeben und das soll angeblich ein Passwortcode sein für ein Altersheim mit demenzkranken Menschen. Naja, schwierig. So, Inhalte fürs kognitive Spektrum. Das hier ist ein Poster von dem Government UK, von dem Accessibility Team. Die machen hervorragende Arbeit und es gibt, ich glaube, insgesamt 6 Accessibility Poster. Das ist die deutsche Übersetzung, die gibt es auf GitHub zum Runterladen. Ich habe später auch den Link hinzugefügt und ich lese hier mal ein paar Punkte vor. Auf der rechten Seite ist die richtige Variante, auf der falschen Seite sind Dinge, die man vermeiden sollte. Zum einen sollte man Texte mit Diagrammen unterstützen. Man sollte sich immer kurz fassen. Eine Information pro Satz und keine langen Schachtelsätze. Also nicht wie Thomas Mann. Das Wichtigste sollte ganz zu Beginn sein und sollte nicht am Ende versteckt sein und wie so ein Hangcliffer immer weiter dazu geführt werden, dass man immer weiterliest. Am besten die wichtigste Information ganz am Anfang und dann ins Detail gehen. Auf Fremdwörter sollte man verzichten und Füllwörter auch. Füllwörter sind so unnütze Wörter, die man einfach nur reinpackt, um es irgendwie aufzublähen. Und es ist wichtig, dass Benutzer sich keine Informationen merken sollten, dass man nicht darauf angewiesen ist. Im Autismus-Spektrum ist es so, wir hatten hier einmal die Farben, das haben wir schon erläutert. Und wichtig ist auch, dass man keine bildliche Sprache verwendet. Zum Beispiel, hier ist das Beispiel aus dem Englischen, wo Katzen und Hunde regnen mit einem Bildschirm, Regenschirm. Und der Satz dafür auf Englisch heißt, it's raining cats and dogs. Also es regnet Katzen und Hunde. Was halt für uns keinen Sinn macht. Und als ich mal in England gelebt habe, das hat mir jemand gesagt, ich war so, hä, was passiert? Ich verstehe nicht, was das heißt. Es heißt einfach nur, es regnet sehr stark. Ja, wieso sagt ihr dann nicht, es regnet sehr stark? Und im Deutschen haben wir zum Beispiel das Wort Rabeneltern. Das sind nicht die Eltern von Rabenküken, es sind schlechte Eltern. Ja, dann sag doch schlechte Eltern. Und Menschen im kognitiven Spektrum können da teilweise große Probleme haben, das zu verstehen, aber genauso auch Menschen, die nicht Muttersprachler sind. Auch hier Texte einfach strukturieren und sprechende Links und Buttons. Das heißt, ein Link sollte ganz klar sagen, wo gehe ich hin? Also nicht einfach nur klicke hier oder hier, sondern ganz klar sagen, Datei herunterladen. Man sollte auch Sarkasmus und Ironie kenntlich machen, denn Sarkasmus verstehen nicht alle Menschen. Und auch gerade über Text und Schrift ist das manchmal schwierig zu verstehen. Ist das jetzt Sarkasmus oder nicht? Vor allem, wenn man sich noch nicht so wahnsinnig gut kennt. Mir ging das auch häufiger so beim Contributen auf Slack. Wenn ich Leute nicht gut kannte, alles ist auf Englisch, man schreibt miteinander, war das jetzt Sarkasmus oder war das ernst gemeint? Aus diesem Grund ist es gut, Emojis zu verwenden oder auch GIFs. Hier habe ich ein GIF aus Big Bang Theory, wo Leonard ein Schild hochhält für Sheldon, der auch Probleme hat mit Sarkasmus, um den Sarkasmus von Penny zu symbolisieren. Sarkasmus-Zilt. Zudem sollte man, also Abkürzung ist auch ein großer Punkt, es gibt ganz geläufige Abkürzungen, die so geläufig sind, dass sie Sinn machen. Dazu gehören zum Beispiel, beispielsweise, gegebenenfalls und so weiter. Es gibt aber auch Abkürzungen, die sind nicht so häufig. Und deswegen sollte man sie, wenn man sie verwenden möchte, ganz am Anfang erklären. So wie ich Ellie erklärt habe, weil ich weiß, ich verwende häufiger dieses Wort. Es gibt aber auch Schwierigkeiten bei Abkürzungen. Zum Beispiel Kochanleitung oder eine Meta-Angabe, wo man eine Einheit schreibt, zum Beispiel eine Minute. Das kürzt man ab mit ein M. Aber ein Screenreader könnte vorlesen, ein Meter. Ist mir schon passiert. Weil das Screenreader nicht den Kontext versteht, worum es hier gerade geht. Und deswegen sollte man Maßeinheiten immer ausschreiben und nicht abkürzen, weil das kann auch Verwechslungen geben. Und wenn man Zahlen hat, sollte man die nicht als Wort ausschreiben. Also ich kenne das gerade bei Romanen, wo zum Beispiel Jahreszahlen als Wörter geschrieben werden. Das kann auch kein Mensch lesen. Besser wäre, Ziffern zu verwenden. Dann gibt es auch die Möglichkeit, leichte Sprache oder einfache Sprache zu verwenden. Und da gibt es aber einen Unterschied zwischen diesen beiden. Sie werden häufig als Synonym verwendet, aber es gibt ein Regelwerk für leichte Sprache. Das sind ganz klare Regeln über Strukturen,
wie man das schreibt und wie man das gestaltet. Zum Beispiel sind die Anzahl der Wörter begrenzt, die Satzstruktur muss einfach sein und es muss über Bilder und Grafiken unterstützt werden. Bei der einfachen Sprache hingegen gibt es keine Regeln. Entwickeln fürs kognitive Spektrum. Zum einen sollten die Dinge richtig ausgezeichnet werden. Zum Beispiel Landmarks sollte man richtig verwenden. Es ist deswegen wichtig, damit die Tools, also die Assistive Technology, richtig greifen kann, richtig vorlesen kann. Suchfelder in Such- oder Filterfunktionen zum Beispiel sollten fehlertolerant sein gegenüber Tippfehlern. Das ist vor allem für Menschen, die Dyslexie haben, wichtig, dass falls sie sich mal vertippen, dass es trotzdem eine Erfolgsmeldung gibt. Device-Settings sollten immer respektiert werden, also Reduced Motion und Dark Mode oder auch andere. Und auch die Sprache, zum Beispiel ob es Deutsch oder Englisch ist, sollte richtig definiert sein, damit nämlich die Assistive Technology die richtige Sprache verwendet, um das vorzulesen und auch die richtigen Ausspracheregeln. Hier war eine Frage. Okay, Landmarks, also hier ist die Frage, was Landmarks sind. Gute Frage, gar kein Problem. Landmarks sind mit HTML5 eingeführt worden vor allem. Das ist zum Beispiel für Header, für Main oder für Aside, also für die Seitenleiste. Früher gab es dafür nur Div und dann konnte man das weiter spezifizieren als Header oder auch als Seitenleiste oder die Navigation. Und mittlerweile gibt es richtige Landmarks, das sind quasi Header in Klammern, Aside in Klammern, Footer in Klammern. Und die sollte man immer verwenden und nicht Div dafür verwenden. Das ist quasi die Semantik. Das Fazit, zum einen, Textverständnis sollte unterstützt werden durch Layout und einfache Sprache. Der Stress sollte reduziert werden. Es sollte immer die Kontrolle dem Nutzer gegeben werden und es sollte keine Dark Patterns verwenden. Hürden sollten reduziert werden, indem die Animationen kontrollierbar sind oder am besten gar nicht erst existieren. Keine grellen Kontraste und auch nicht so viel Visual Noise, nicht so viel aufgeblähtes Layout. Lieber minimalistisch und klar strukturiert. Und die Device Settings sollten erklärt werden. Ich habe hier noch Quellen und weiterführende Informationen und ich habe gesprochen. Fragen? Wenn ihr Fragen habt, komme ich gerne mit dem Mikro zu euch. Die? Erstmal nochmal danke. Ich wollte fragen, gibt es irgendwelche Punkte davon, die irgendwie in den WCAG-Guidelines als Beispiel drinstehen? Oder gibt es nirgendwo, also ist das Thema in der Accessibility schon mehr Thema gewesen? Genau, okay, Frage ist ja auch im Film mit drin, ne? Ja. Also WCAG-Guidelines teilweise, vor allem in der, also in Deutschland gilt ja die BETV. Und da ist zum Beispiel einfache Sprache, leichte Sprache, meines Wissens nach so ein bisschen geregelt. Das Problem ist, dass es viele Dinge gibt im kognitiven Spektrum, die A, gar nicht geregelt sind und die auch schwer sind zu regeln. Also was geregelt ist, ist die Kontrolle über Animationen oder über Geräusche, dass das alles kontrollierbar sein muss, dass man nicht einfach irgendwas anmachen darf. Das hängt aber auch viel damit zusammen, dass es für Screenreader-User sehr viel schwieriger ist, eine Seite zu betreten, irgendwas spielt und dann muss ich erstmal finden, wo kann ich das stoppen. Und man das spielt, während ich meinen Screenreader höre und das bedienen muss. Das hängt eher damit zusammen, dass es zum Beispiel keinen sehr starken Kontrast geben darf, das ist nicht geregelt. Es ist nur geregelt, was der Mindestkontrast sein muss, es ist aber nicht geregelt, was der Maximalkontrast sein darf, weil das aber auch schwierig ist, weil der Kontrast wird ja über den Helligkeitswert gerechnet. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel Rot und Grün verwende, wo der Helligkeitswert vielleicht stimmt, ist trotzdem die Farbe an sich ein Problem. Und das kann ich aber echt schwer regeln. Also in der WCAG sind ja auch nur Dinge drin, die ich klar definieren kann und klar prüfen kann. Und will ich dann einen ungenauen oder einen unangenehmen Farbkontrast prüfen? Also das ist, aus meiner Sicht hängt da, ich will nicht sagen, dass WCAG hinterherhängt, weil es halt schwer ist, das in eine Guideline zu gießen. Aber auf jeden Fall gibt's da ja Lücken, die noch nicht so wirklich vorhanden sind, also die nicht wirklich gefüllt sind. Ne? Also zum Beispiel auch mit Weißraum. Es ist nicht geregelt, wie viel Weißraum musst du denn haben. Also klar sieht man das und man kann dann den Hinweis geben, aber eine richtige Regel, ja, man muss nach so und so viel Sätzen irgendwie einen Absatz machen, gibt's nicht. Aber es gibt zum Beispiel eine Guideline, wie viele Zeichen du haben darfst in einer Zeile oder haben solltest. Noch weitere Fragen? Ich hätte noch eine Frage.
Maja, was glaubst du, ist zielführender am Ende? Müssen alle Webdesigner, alle Entwickler sich ausgiebig mit dem Thema Accessibility beschäftigen, damit es sozusagen eine optimale Lösung wirklich gibt am Ende in der Nutzbarkeit der Webseite? Oder lässt es sich auch eben mit solchen Browser-Erweiterungen schon erreichen, dass man da auf ein gutes Niveau kommt? Also ganz klar, jeder muss sich damit beschäftigen, was in seinem eigenen Wirkungskreis passiert. Also ich muss jetzt nicht als Designerin wissen, was zum Beispiel Landmarks sind oder wie ich Kraut schreibe, weil dafür ist man ja Designer oder Designerin. Man sollte aber schon Dinge wissen wie Farbkontraste. Man sollte Lesbarkeit verstehen, Layouts, Bewegung, Benutzerfreundlichkeit. Also Barrierefreiheit ist ja auch eine erweiterte Form der Benutzerfreundlichkeit der UX. Das muss ich schon wissen. Weil wenn ich zum Beispiel wenn ich das nicht weiß und das nicht mit einbaue und ich mache vielleicht am Ende eine Prüfung, dann muss ich das alles nochmal machen. Wenn ich aber bei der Zusammenstellung der Farben im Style Guide und der Schriftauswahl darauf schon achte und man hat eine Prüfung, dann hat man vielleicht an einzelnen Stellen irgendwie was, wo man nachbessern muss. Man muss aber nicht alles nochmal neu erfinden. Und ich finde, das gehört mittlerweile auf jeden Fall zu unserem Berufsbild, dass man in dem Bereich, wo man selber tätig ist und selber arbeitet, zum Beispiel wenn man Inhalte schreibt oder Code schreibt, dass man sich innerhalb des eigenen Know-how auch mit Barrierefreiheit beschäftigt, definitiv. Und Browser-Extensions können das auch nicht abfangen. Also Browser wären zwar besser, bestimmte Fehler zu minimieren. Zum Beispiel ist jetzt der Prüfschritt in der WCAG 4.1.1 letzte Woche rausgeflogen. Das ist Parsing. Also wenn ich bestimmte Fehler habe im Code, das Browser kann das mittlerweile abfangen. Deswegen ist das obsolet geworden, deswegen ist das rausgeflogen. Eine überraschende Entscheidung, würde ich mal sagen, weil das nicht häufig vorkommt, ist aber eine gute, weil Browser das mittlerweile abfangen können. Und die Semantik ist dafür in anderen Prüfschritten weiterhin geregelt. Überschriften, Hierarchien, Landmarks und so weiter, Semantik. Also Browser werden aber nicht alles abfangen können. Man muss trotzdem eine vernünftige Seite quasi anbieten. Das geht zwar schon ziemlich ins Detail, aber hast du ein gutes Beispiel von einem Plugin oder irgendeinem Tool für die pausierbaren GIFs? Und das ist so von der technischen Seite was, habe ich schon viel Zeit rein investiert, aber eine gute technische Lösung habe ich noch nicht wirklich gefunden. Ich habe lange dafür recherchiert, für meine Slides. Ich glaube, das war GIFFAY, also eigentlich ist es ein Tool, da packst du dein GIF rein und hast da diese... Also hast du Optionen, womit du das bearbeiten kannst. Und da kann man angeben, nur einmal ablaufen lassen. Und dann kann man das in die Webseite reinsetzen. Also das ist gar nicht auf der Webseite passiert das nicht. Das passiert vorher in so einem Tool. Ja. Ich kann das aber auch nochmal recherchieren, was das genau war. Das ist ein paar Monate her, dass ich das gemacht habe. Muss ich eigentlich unterscheiden zwischen Benutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit? Okay, also die Frage war, wie man Benutzerfreundlichkeit barrierefrei unterscheidet. Also Barrierefreiheit ist dadurch definiert, dass... Nee? Das war nicht... Das ist die Frage Benutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheit, unterscheide ich das? Entschuldigung, ich verstehe das durch den Mikro nicht. Probieren wir es noch. Benutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheit... Nee, es gibt schon eine Differenz. Also die Frage, ihr habt die Frage verstanden? Also die Differenzierung ist schon, also gibt es eine Definition für Barrierefreiheit, ist, dass etwas benutzbar ist für jemand, der eine Behinderung hat oder eine Assistive Technology verwendet. Benutzerfreundlichkeit ist eher dieses, dass es angenehm zu verwenden ist. Und da gibt es aber auch, es ist ein bisschen komplex, würde ich sagen, weil das eine ist, zum Beispiel das Layout. Wenn ich das benutzerfreundlich mache, ist es auch barrierefreier. Das heißt jetzt aber nicht, dass es zum Beispiel technisch barrierefrei ist, wenn es im Technischen nicht richtig ausgezeichnet wurde. Das heißt, es ist so ein, also ich finde, irgendwann gibt es eine Benutzerfreundlichkeit, die vielleicht gut ist und dann aber in der Barrierefreiheit Mangel hat. Und dann gibt es aber zum Beispiel auch die Benutzerfreundlichkeit innerhalb der Barrierefreiheit. Zum Beispiel nur, weil ich etwas mit dem Screenreader verwenden kann und bedienen kann, heißt das nicht, dass es auch für den Screenreader benutzerfreundlich ist. Also dass der Weg dahin und die Bedienung selber benutzerfreundlich ist. Also da gibt es manchmal so, ich kann es irgendwie bedienen und es funktioniert schon, aber so richtig schön angenehm ist es halt auch nicht unbedingt, aber es zählt trotzdem als barrierefrei. Also es gibt auch nochmal die Benutzerfreundlichkeit innerhalb der Barrierefreiheit und es gibt aber auch so ein,
ne, so ein Faden von benutzerfreundlich und dann barrierefrei. Aber es geht schon Hand in Hand, würde ich sagen. Weiß nicht, ob jetzt meine Antwort Sinn macht, aber so würde ich das beschreiben. Gibt es eine Studie darüber, wie viele Leute Also die Frage ist, ob es eine Studie darüber gibt, wie viele Menschen ich abschrecke, weil ich eine Seite barrierefrei gestaltet habe. Die Frage ist aus meiner Sicht falsch. Es sollte eher sein, wie viele Leute schrecke ich ab, weil sie nicht barrierefrei oder benutzerfreundlich ist. Weil benutzerfreundlich, also Barrierefreiheit heißt nicht gleich hässlich. Also ich weiß, es gibt viele Seiten, die barrierefrei sind. Das sind häufig irgendwelche öffentlichen Seiten von irgendwie Behörden oder Städten oder so, die barrierefrei sind und unfassbar hässlich aussehen. Das ist aber nicht unbedingt, das ist vielleicht technisch barrierefrei, heißt aber nicht, dass sie designmäßig barrierefrei ist. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele gute Beispiele, die gut designt sind und gut gestaltet sind und barrierefrei sind. Das ist kein Kontrast mehr, das ist kein, das geht Hand in Hand. Machen wir noch? Ja, auch erstmal vielen Dank, super Vortrag fand ich. Eine Frage hätte ich, und zwar, du hattest ja vorhin so Individualfälle so aufgezählt, ne? So zum Beispiel Weißraum und so weiter, und dass es da halt keine feste Regelung für gibt und auch kein Tool der Welt halt eben, ne, aufgrund dieser fehlenden Regelung das irgendwie ja bestimmen kann, ob das jetzt ausreichend oder zu wenig ist. Und ja, von diesen Fällen gibt's ja, denke ich mal, auch noch ein paar mehr, ne, als den Weißraum. Wie finde ich das heraus? Also einfach durch klassische Nutzertests dann und einfach durch immer weiter evaluieren und verbessern? Oder also hast du da Erfahrungswerte schon irgendwie gesammelt? Ja, also ich nenne das so ein bisschen Training the Accessibility Muscle, also den Barrierefreiheitsmuskel trainieren. Das ist zum einen, also bei mir ist es so, ich habe ja selber Legasthenie. Das heißt, ich bin selber davon eingeschränkt, wenn es nicht übersichtlich ist. Deswegen fällt es mir natürlich auf und stört mich. Wenn man selber das Problem nicht hat, zum Beispiel, ich habe kein Problem mit Zahlen, mir ist das lange nicht aufgefallen, dass das ein Problem sein könnte, sicher die Prozentangaben, ich mag das lieber, ist so ein bisschen die Frage, ob das hier Menschen gab, die das nicht so gut mochten. Dass eigentlich Menschen fragen und User-Tests am besten machen und von da an immer weiter lernen. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn man jetzt mit dem Smashing-Magazin zum Beispiel sich das nochmal anschaut, man ist vielleicht erstmal irritiert. Und wenn man das Gefühl hat, man ist irritiert, ich weiß gerade nicht, wie ich das wieder an die Wand packe, aber wenn man selber das Gefühl hat, man ist irritiert und man ist jetzt nicht, man hat keine Behinderung, man hat keine Neurodiversität, dann ist das schon mal ein Indiz, dass das andere Menschen mehr als nur stören könnte. Das ist wie mit dem Geräuschpegel. Wenn ich das schon anstrengend finde, dann kann das für jemanden, der einen schlechteren Filter hat, richtig, richtig schwer sein. Das ist eigentlich eher so ein Bewusstsein dafür haben, so aware dafür sein, Menschen damit fragen, User-Tests machen und von da lernen. Aber es gibt auch ganz viele Ressourcen. Also ich finde wirklich, der Blog von Government UK, von dem Accessibility-Team, kann ich nur empfehlen, weil die halt auch so eigene Labs haben, wo sie verschiedene Dinge zum Beispiel auch simulieren. Also es gibt zum Beispiel so Browser-Extensions, die man machen kann, um zu das ist eher nur eine Simulierung, es ist nicht wirklich so, dass man zum Beispiel wo Legasthenie simuliert werden, das sind dann so springende und wechselnde Buchstaben. Und das ist natürlich nicht wirklich so, also ganz genau so, aber es gibt eine ganz gute Idee davon, wie sich das anfühlt. Und da muss man Aufgaben machen mit diesen sich wechselnden Buchstaben. Und sowas gibt dann schon eine Idee, was hilft und was hilft nicht in der Gestaltung. Abschließend nur noch eine Sache. Welche Ratschläge kannst du denn uns allen mit auf den Weg geben, einen guten Einstieg in das Thema zu finden, jetzt mal abgesehen von deinem Vortrag? Dass man versucht, es möglichst einfach und übersichtlich zu halten, dass man verschiedene Formate miteinander kombiniert, also zum Beispiel eine Grafik, Text oder Bilder und Video mit Text, und dass man versucht, verschiedene Menschen mit reinzudenken, Farbkontraste, ganz wichtig, also eigentlich so die niedrig hängenden Früchte, die low-hanging fruits, sowas wie unterstrichene Links, Farbkontraste, nichts sollte sich bewegen, immer die Kontrolle dem User überlassen, das sind, ne, sowas wie Links, die sollen sich nicht automatisch im neuen Tab öffnen, so, es gibt einen Grund, dass ich sie auch in einem neuen Fenster öffnen möchte vielleicht,
Aber wenn man Target Blank macht, kann ich sie nicht im neuen Fenster öffnen. Und nur weil ich das toll finde, heißt das nicht, dass das alle Menschen auch so toll finden. Also wirklich immer die Kontrolle dem User überlassen, allerwichtigste. Und auch Farbkontraste und diesen kleinen Kram, sage ich mal, den man leicht beheben könnte, das zuerst machen. Und von da kann man auch immer tiefer gehen. Schön, ja. Vielen, vielen Dank für den spannenden Einstieg in das Thema. Wir haben noch ein kleines Geschenk für dich.